dann wollte ich noch was tun, und zwar wo war das nochmal? War das die Windmühle? Ja, das war die Windmühle, genau. Da wollte ich noch zurückgehen, da hatten wir ja eine Schatztruhe übersehen, glaube ich. Wenn ich die nicht nachträglich noch habe ich beim Schneiden gesehen. Hier können wir, glaube ich, noch nicht rein. Ne, genau. Das kommt erst später. Dann gehen wir uns jetzt mal noch diese Schatztruhe peilen. Laufen wir jetzt den Weg quasi zurück, wie wir ihn vorher gekommen sind. Oh, da haben wir auch noch was übersehen. Und haben eine grobe Mangelachs bekommen. Okay. Ja, der Damage ist jetzt schon deutlich besser. Okay. Und stirb. Dann gucken wir nochmal, dass wir hier vielleicht nochmal so ein paar Feueraugen bekommen. Ja, ja, ich weiß auch, glaube ich, genau welcher Gegner das jetzt ist, der da von betroffen ist. Ja, natürlich. Au, 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 au. Komm her. Oh, der frisst ihn. Scheiße. Ja, das Feuer macht dem jetzt auch nicht so viel aus, anscheinend. Gott, oh Gott. Ist das ein Wasser? Scheiße. Zu viele Gegner hier. Ich muss ein bisschen weg. Harter Fight. Eieiei. Was war denn das? Oh, jetzt wird er gefährlich wieder mit dem Feuer. Versuchen wir unser Glück so. Er ist fast tot. Komm. Komm, stirb. Ja. Der war hart. Aber sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, jetzt du da oben. Stirb. Yeah. Okay, 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 okay. Da war die Kiste irgendwo. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber nur ziemlich sicher. Wo ist sie denn? Ah, ne, da hinten, ne? Oder? Ja, da in dem Häuserblock, glaub ich. Nee. Doch, dort. Da müsste es sein.
Oder? Nee. Warte mal, wo war denn die? Scheiß Gegner? Nee, da ist die Kiste. Okay. Gut. Heilige Verurteilung haben wir hier gefunden. Was ist das? Ist das eine Waffe? Ja. Aber das brauchen wir auch wieder Stärke und Agilität. Okay. Gut, ist jetzt erstmal uninteressant. Aber wir haben sie schon mal mitgenommen. Für die Trophy ist es ja auch wichtig. Die hier übrigens utopisch ist, weil Ausrüstungsgegenstände gibt es ja abartig viel. Aber okay, dann hätten wir das auch. Dann können wir eigentlich wieder an unserem... ja, dort weitermachen, wo wir hin müssen. Weil soweit sollten wir jetzt relativ viel mitgenommen haben. Und deswegen würde ich auch sagen, wir werden nochmal auf und gehen da jetzt mal auf. Ja, was machen wir denn? Vitalität. Oder was ist denn die Beständigkeit für noch ein bisschen mehr Ausdauer? Wäre auch nicht schlecht. Ah, da steigt auch das Gewicht. Also bei Beständigkeit und bei Vitalität steigt jeweils das Gewicht auch, das wir tragen können. Da gehen wir noch einmal auf Vitalität erstmal. Komm. Und jetzt, wo war das? Im Glockenturm war das. Ne? Von dort aus geht es jetzt quasi weiter. Und da erwartet uns ja... Mind yourself, you're on it. Ein Boss. Und wir müssen mal gucken, dass wir uns noch den Schlüssel peilen. Den ist, also den Pilgersitzschlüssel. Wobei man den eigentlich auch jetzt noch nicht bräuchte. Und ich glaube, der ist tatsächlich teurer gemacht worden. Weil, warte mal, ist das hier der richtige Weg? Warte mal, irgendwas? Ach, nee, wir müssen über den Fahrstuhl fahren. Stimmt. Ich bin gerade noch nicht so richtig orientiert hier. Genau, über den Fahrstuhl müssen wir fahren, weil das ist ja quasi unser Shortcut. Was ist mit dem da? Der lebt tatsächlich noch. Ich dachte, der zuckt nur als Leiche irgend so ein Klitsch oder so. Aber nee, der lebt tatsächlich noch. So, mit diesem Fahrstuhl müssen wir fahren. Okay, da unten waren ja die Hunde, ne? Wir wissen's. Oh, nee, der hätte jetzt müssen nicht sein, der Treffer. Du blöde Sau. So, nochmal den Glockenstab. Den hatten wir schon mal gefunden in der heutigen Aufnahmereihe. Und jetzt müssen wir mal eben gucken. Achso, warte mal, ich mach mal das hier. Nee, Ausdauerbeere ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ich glaube, die behalten wir. Der geht, ne? Obwohl das so ausgesehen hat, als würde er nicht gehen. Okay. Dann fahren wir doch mal da runter mit dem Fahrstuhl und gucken, wo der uns hinführt. Hinab in die Tiefe. Ach, da können wir noch mal mit ihr reden. Die hatten wir doch schon mal getroffen, ne? You're starting to see through their lies. Church, Crusaders, Sentinels, corrupt hypocrites, butchers and madmen, the lot of them. Adir, the one true God stands on the verge of finally returning and restoring order to this broken world. And what do they do? Defy him. Fucking heretics! Name's Damrose.
and I'm wondering if a deer might have a purpose for you. It takes strength to survive in this world, and Mornstead's no different. A deer's got no time for the weak, and neither should you. Cut them down and take what they've got for yourself. Ach, bei ihr können wir auch kaufen. Cool, das wusste ich gar nicht. Da kriege ich zum Beispiel die Feuergranate. Zorn Adias, ein Rufzauber, mit dem sich Adias Zorn heraufbeschwören lässt. Er hört alle deine Schadensarten. Oh, das ist natürlich nice. Faust der Einsicht. Und die grobe Mangelaxt, die wir eben gefunden haben. Die skaliert sogar mit. Inferno. Oh, das wäre ja auch mal interessant. Ich würde gerne eigentlich diese beiden Sachen hier kaufen. Wir haben ja noch ein paar Schädel. Die könnten wir uns mal reinpfeifen. Und mal gucken, ob wir uns alles leisten können. Ich glaube schon, das müsste eigentlich gehen. Vor allem, weil wir hier 10 Stück von denen haben. Das sind ja schon 4000, das reicht schon. Dann kaufen wir uns nämlich die Feuergranate und das hier. Und vielleicht auch noch 3 von den 5 Fingern. Nee, wir haben doch ein zweites Auge, oder? Das hier ist so das zweite, oder? Ist das? Ja, genau. Das hätten wir eigentlich auch reinsetzen können in unsere Lampe. It takes strength to survive in this. Okay, das hast du schon mal gesagt, ne? Gut, jetzt können wir ja mal ausprobieren. Können wir hier auf X noch diese Inferno-Fähigkeit legen, diese neue. Okay, und dann gehen wir mal da rein. Da ist noch was. Achso. Was ich auch gerne machen würde. Achso, was ist denn das hier? Diejenigen, die sich in der Anbetung Adias zuwenden, tun dies in der Regel nicht, um von einem Inferno verzehrt zu werden, sondern um Trost in einer göttlichen Umarmung zu erfahren. Okay. Den kann man verwenden, oder was? Das wusste ich jetzt nicht. Da holen wir uns mal noch den kleinen Mana-Steinklumpen und den Prio-Stein hier mit an den Start. Und hauen uns mal eine Beere rein. Und einen Prio-Stein. Und dann gehen wir mal hier rein. Da haben wir die Meisterin der Hunde. So. Einen guten Damage. Oh, oh, oh. Scheiße. Oh, diese Köder. Nein. Das war vielleicht ein bisschen zu aggressiv. Aber die Steckerhunde nerven hier auch wie ein Bock. Fahren wir nochmal runter, machen es nochmal. Mind yourself, Lambearer. Whether you took up that light willingly or not, you're on a treacherous path. And forever's never as long as you think.
So, auf. Noch einmal. Zuerst mal die hier weg. Oh, da ist was gedroppt. Aha. Oh, kleines Deralium-Fragment und nochmal ein kleiner Mana-Steinklumpen, das ist nice. Na, okay, das Gebälle kommt nicht von hier. Gut, nochmal runter. Müssen wir nochmal den Fahrstuhl rufen anscheinend, ja. Und müssen es dann nochmal versuchen. Hehe. Dann machen wir das nochmal ähnlich, nur vielleicht nicht ganz so aggressiv, mit ein bisschen mehr Bedacht. Ich dachte nur, es ist geil, wie der Lebensenergie runtergeht und dachte, ey, weitermachen und ja, war dann ein bisschen zu aggressiv dabei. Die Hunde nerven eben übelst in diesem Kampf, ansonsten ist dieser Kampf nicht schwer. In meinem Privaten habe ich ihn sogar First Try geschafft, aber auch gerade so, muss ich sagen, weil das ist auch nicht so ganz ohne wegen den Ködern eben. So, hier geht's aber auch nichts. Nee. Die Händlerin ist auch nicht mehr da. Dann hauen wir uns nochmal die Beere rein. Machen uns nochmal hier mit X das hier drauf. Ich weiß auch nicht, ob wir dann mehr Schaden nehmen, wenn wir diesen Adias-Fluch drauf hauen uns. Immer ein bisschen von den Hunden weg. Ah! Ja, gut. Er hat mich gleich schon zweimal gehittet. Das ist gar nicht cool. Alter! Den Hund schön geparried. Jetzt können wir den Hund schnell wegmachen. Au! Und sie trifft trotzdem noch die Sau. Oh, der Hund. Schön. Jetzt fall doch um. Die hat doch kein Schild mehr. Nein. Lecco mio. Sie ist schon tot, ey. So, jetzt aber, du Sau. Puh, Schwert des Hündenstechers bekommen und wir haben es geschafft. Yeah. So, hier gab es doch noch irgendein Geheimnis oder so. Hier geht es nicht weiter, nee. Ah, hier ist auch dunkel hier unten. Da sind wir, glaube ich, hergekommen. Und da ist nichts. Was ist hier? Ist auch nichts. Gab es hier nicht noch irgendwas, mit dem man interagieren konnte? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meinte ja, aber ich sehe hier unten auch kaum was, weil auch so viel Licht von draußen hier rein scheint. Aber hier drin ist anscheinend nichts mehr, ne? Wo sind wir denn hergekommen? Da sind wir doch hergekommen, oder? Ja, genau. Das stimmt schon zumindest mal. An den Käfigen war irgendwas, aber keine Ahnung. Ich glaube nicht. Schon fast. Gerade sehe ich mal nichts. Ne, dann kann eigentlich ja auch nur... Ah, da war was. Da ist doch was. Da war doch gerade irgendwas, oder? Bin ich jetzt blöd? Da war doch
gerade irgendein... Hä? Keine Ahnung. Irgendwas hatte ich gerade gedacht, wäre hier aufgeploppt. Muss ich mal in der Aufnahme mal wieder angucken, ob da wirklich was war oder ob ich da jetzt Hallos habe. Keine Ahnung. Gehen wir mal weiter. Ach, es kann auch sein. Ne, hier war das auch nicht erst gekommen. Ne, hier ist auch nichts. Nun gut, dann weiter. Alter, hier ist es so brutal dunkel. Ich muss sowieso mal was gucken. Rendermodus ist Leistung, ja genau. Das war ja richtig. Ups. Änderung anwenden, ja. Wo ist denn... Bildschirmkalibrierung, die Helligkeit mal ein bisschen heller machen. Weil das ist doch schon brutal dunkel. Ich sehe gar nichts. So, da sehe ich wenigstens ein bisschen was. Ohne dass es jetzt zu hell ist. Aber wenigstens sehe ich mal ein bisschen was. Aha, hier haben wir Überreste. Von Olleren. Die Überreste von Olleren. Da können wir uns erstmal parken und ausruhen. Und wo kommen wir denn hier hin? Ans verlassene Moor. Okay. Karte des verlassenen Moors. Und dann haben wir hier nochmal den Kollegen. Dour mood you found me in when last we met. But I've perked up since then. Found myself a new purpose. At least something to keep me occupied while in Mornstead. I'm going to be a traveling merchant. Please, peruse my wares. Hopefully you'll see something of interest. Some might use the word scavenger, true. But that sounds somewhat judgmental, don't you think? I'm just putting to use that which has been discarded. You could even say that there's a sort of nobility in it. Well, perhaps just a little. Was hat er denn zu kaufen? Da gucken wir uns doch mal an. Dolch des verbannten Nachstellers, okay. Dann den Bekennerkolben. Spitzer Stock. Und ein kleines Deralium-Fragment. Das ist bis jetzt das Beste, was er hat. Und hier so ein bisschen Rüstung. Ja. Rüstung können wir auch mal gucken, ob wir da nicht schon was Besseres tragen können, eigentlich von dem, was wir haben. Some might use the words, but gut, das hat er gesagt. Just putting to you could even... So, ich würde jetzt mal gerne noch einmal kurz nach Himmelsrast zurückgehen. Wir können ja uns eigentlich auch aufwerten, aber wir gehen einmal nach Himmelsrast zurück, bevor wir im Moor weitermachen, wahrscheinlich auch erst in der nächsten Aufnahmereihe. Und gucken uns dann das Moor an. Da wollte ich jetzt mal hier gucken, ob sich da noch irgendwas verändert hat. Und zwar, normalerweise nach dem Bosskampf, ich weiß nicht, ich habe es ja schon mal erwähnt, dass dort unten ein Hund rumsitzt hier, den man streicheln kann. Und normalerweise ist es nach dem Bosskampf, aber ich wusste jetzt nicht, ob man noch mit... Ja, da ist er. Gut. Also der ist da. Das ist gut. Gut zu wissen. Ich dachte nämlich, man müsste noch irgendwie interagieren mit den Käfigen, aber anscheinend ist das nicht der Fall. Wunderbar. Was mich jetzt mal interessieren würde, wo diese Feuertante ist, die uns die Spells verkauft hat, ob die auch immer noch dort ist, weil bei mir im Spiel ist die nicht mehr dort an der Stelle. Und deswegen gehen wir jetzt mal gucken, ob die noch dort ist. Wir sind jetzt ein bisschen vorangekommen. Vielleicht hat die ja auch noch mal was Neues, weil die hat normalerweise auch mehr Feuersprüche. Für uns. So, alles nochmal da unten raus. Nee, Quatsch, nicht hier lang. Ich finde die nämlich bei mir nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Und haben wir dort auch nicht alle Sprüche gekauft. Aber weiß nicht mehr, wo sie ist. Aktuell.
Man kann hier auch NPCs und Tentler in dem Spiel verpassen, ne, weil die irgendwann auch weiterziehen, storybedingt. Und wenn man sie dann nicht findet, man könnte zum Beispiel auch die Schmiedin, glaube ich, komplett verpassen. Ah, my invitation reached you. Na gut, die hat aber nichts Neues bis jetzt. Okay, gut. Alles klar, dann wissen wir Bescheid. Dann würde ich sagen, ja, gehen wir nochmal zurück. Und beziehungsweise ich gehe nochmal zurück und sage hier schon mal Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben jetzt ja diese geile Verbeugung hier. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und freut euch aufs nächste Mal mit Lords of the Fallen und eurem Spooky VF. Bis dahin, macht euch einen schönen Tag. Bye, bye, bye.